Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmerunde von God Eater Resurrection. Und dieses Mal, hallo, nicht alleine. Der Club ist dabei. Hi. Hallo. Ach, warte, wie ging das? Ach so, hallo. Ja, Moment, warte mal, ich. Das sieht cool hier so, genau. Ja, wie, so. Nein, ja, okay, dann gehe ich wieder. Okay. Ich würde sagen, wir gehen schnetzeln. Da habe ich gerade irgendwie voll Lust drauf. Das hört sich gut an. Wir haben, also wir testen das gerade auch blind, also wir haben plus hingekriegt, dass wir gerade zusammen spielen. Ne? Also wir haben noch keine Mission getestet. Das wird sich jetzt zeigen, ob das überhaupt alles funktioniert. Die Mausefalle. Oder machen wir das Krokodil? Können wir machen das Krokodil? Das klingt cool. Du bist automatisch mit dabei. Wollen wir noch jemanden mitnehmen, damit es nicht so peinlich wird? Ja, ich denke mal so ein bisschen was. Wir können ja die. Machst du Nahkampf oder Fernkampf? Also. Da ich für Fernkampf irgendwie zu inkompetent bin, bleibe ich oft beim bloßen Draufkloppen. Gut, dann nehmen wir einfach noch ein bisschen Fernkampf mit, würde ich sagen. Kota, der hat mir in der letzten Folge den Arsch gerettet, ein bisschen. Ein Backup. Dir auch, das ist interessant. Ja, ja. Der hat dann leider immer schön von mir abgelenkt, das war sehr gut. Mach mal Lika, ich weiß nicht, wer das bleibt. Ach, das war die Mechanikerin, alles klar. Ja. Okay, musst du jetzt auch nochmal bereit drücken oder sowas? Oder mache ich das jetzt komplett alleine? Das ist die Frage. Mission. Ah, okay. Und jetzt? An die Tür. Okay, ich bin drin. Okay. Achso, bereit, alles klar. Ah, so funktioniert das. Muss ich jetzt bereit drücken? Ja, du müsstest reindrücken. Genau. Ah. Ah. So. Mein Mikro, komm mal her, Mikro. Das ist recht übersichtlich gemacht. Ja, ich finde es bis jetzt auch sehr angenehm. Also, wenn es jetzt noch funktioniert. Spiele, das ist, ja, es gibt Spiele, das ist wesentlich komplizierter. The unit is now in position and ready to commence combat operations. Here we go, team. Was ist das rechts? Ah, das ist. Oh. Ach, das gute Würmchen. Ja, Chef, dann geh mal vor, ne? Bei mir stand, du bist der Chef. Okay, ich stürme mal drauf los. Bin ich jetzt der einzigste Nahkämpfer, der hat das? Ich mach mit mir, komm. Halt ein paar Nach. Das guck mal, easy. Mach mal, Kurz Luft holen. Wie war es denn das Kleine? Lol. Kota hat mich gerade abgeschossen. Das ist ja, ist mir auch schon passiert. Nein, mir auch schon gekriegt. Kann ich dich? Oh, ich bin zu weit weg hier. Ja, auf das Würmchen! Oh, au. Nein. Ja, gerade ziemlich Akku auf dich, kann das sein? Alter. So. Der mag mich nicht. Nee, der mag mich nicht. Und die Mini wird schon offen, wenn man quasi da reinziehen. Das ist mein bestes Attack. Oh, nein. Alter. Das ist eine Schwachstelle. Das gibt's doch nicht. Warum hast du das die Akku auf dich gerade? Also. Ich werde gleich mal etwas. Der ist so schnell! Ja, der ist mega schnell.
Dann ich muss bitte an der Seite stand. Super. Da hinten ist übrigens noch was, ne? Ich hab die Bonnet unter das Deck. Was ist, wenn du jetzt was aufnimmst? Kriegst du nur du das oder kriegen wir das? Ah ne, gibt für mich extra, okay. Also muss ich das selber aufsammeln. Also separater Loot quasi. Ja, ja, jeder hat. Also wer es nicht aufsammelt, kriegt nicht. Also jetzt könnten manche ja anderen was wegklauen, das wäre ja doof. Ah, ich krieg immer noch so Tipp-Dinger, ne? Das ist, diese Fähigkeit erhöht die Belohnung. Okay. Kota. Gut. Doppel-S-Rang, naja. Für kurz meine Einstellung gewesen. Das hat ja auch recht gut funktioniert. Mhm. Ich muss nochmal, ich stell die Ingame nochmal leiser. Gerade. Ich tue es einfach auf Minimum stellen. Warte mal. Audio. Ich habe jetzt alles auf niedrig. Klang, Stimmen, Musik. Wie klingt denn das, wenn ich es auf Minimum tue? Okay, nee, das ist viel zu leise. Ich werde es nach der Aufnahme hören, dann gucken. Ja, sowas gehört halt dazu, ne? Wo bist du jetzt hin? Hm? Wo bist du jetzt hin? Ach, da oben stehst du. Ich, mir ist gerade eingefallen, dass ich in der letzten Folge bei mir fast all meine Heil-Items aufgebraucht habe und ich hatte gerade fast keinen mehr. Das war ein bisschen ungünstig. Das ist nicht so gut. So, dann kommt eine Story-Mission. Oh cool, das bleibt gleich so alles jetzt drin, wie ich das gerade ausgewählt habe. Oh, das ist ja gut. Ja, gleich nächste Mission. Würde ich sagen. Ja, ich sortiere gerade noch mal ganz kurz mein Inventar. Hey, wieso habe ich. Oh, egal. Wie kommst du zu deinem Inventar? Du kannst Rechtsklick machen und dann da dein Inventar sortieren. Rechtsklick? Nein. Escape meine ich, nicht Rechtsklick. Ah, ja. Inventar organisieren. Ach, schön. Inventar lagern, entnehmen. Ich war noch nie in meinem Inventar oder meinem Lager. Fällt mir gerade ein. Ich blick da irgendwie kaum durch. Also, teilweise lege ich dann Sachen ab, obwohl ich sie irgendwie aufnehmen will. Das ist irgendwie komisch. Erholungspillen 2 nehme ich auch mal mit. Sagen. Die nächste Mission an. Aber bis jetzt finde ich das Multiplayer-Konzept hier im Spiel sehr gut umgesetzt. Es ist recht simpel. Deswegen und, ist es auch ja, so und gut. Es läuft auch alles. Es läuft auch. Das überrascht mich. Transmission is coming in crystal clear. Alright, let's give some support. Alright, team. We fight together and we survive together. So, was haben wir denn diesmal? Irgendwas hier hinten. Ach, da. Wieder eine Kokonjungfrau erstmal. Und hier ist noch irgendwas drin. Also. Trifft holen. Ach, die ist schon tot. Primary target terminated. That's what I like to see. Du hast ein Kettenschwert? Das sehe ich jetzt erst. Oh, neidisch. Das ist meine brandneue Waffe. Oh, ein Kettenschwert. Oh, gut. Auch eins an. Sense oder Kettenschwert. Ach, da vorne liegt noch was. Stimmt. Ups. Komm her. Wie hoch du springst. Kriegst du dasselbe Item? Ich habe einen Mana-Splitter gekriegt. Oder sowas in der gleichen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt, aber du hattest eben auch was anderes bekommen. Bei dem anderen Ding. Also ich denke mal, es ist Zufall. Ja, toll. Ja, trefft mich nur alle von hinten. Das ist super. Ihr sollt auf die Gegner schießen, die auf mich. That was
easy. Fantastic work. Hier liegt noch was. I can get you some tougher missions next time. I think you're ready. Was that it? Ich hab ein Schimmerstein. Ich hab Sprüh des Titan bekommen. Okay, also ist das auch immer random. Next time maybe we can face an enemy worth our time. Wäre cool, wenn man sie jetzt noch austauschen könnte. Ich glaube, hier hinten ist noch was drin. Ganz hinten. Aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Na, Ausdauer, komm schon, lass mich nicht im Stich. Magnesium. Naja. Meteoritensilber. Hast du dir die Waffe selber gecraftet? Oder gekauft? Ich glaube, die habe ich mir gecraftet. Ich weiß gar nicht, was ich dafür brauche. We'll Triple S ran. Eins. Das läuft auch sehr gut bis jetzt, ne? Ja, bis jetzt. Jetzt müsste Schwierigkeit 2 fertig haben. Echt? Nee. Krokodil 2, eine Story-Mission habe ich noch. Versunkenes Kraftwerk. Gaboro. Rekruin. Okay. Ich kann echt eine Story mitspielen? Ja. Das haben sie auch gut umgesetzt. Also, es gibt keine irgendwie Grenze. Du kannst von Anfang an, wenn einer das schon durch hat. Oh. Siehst du auch das Video? Ja! Oh Gott, das geht also auch. The demonstrators called on the corporation to increase rationing, increase ghetto defenses, and reopen in-house hiring. After almost 2 hours of marches, speeches, and slogans, the assembled group dispersed peacefully. Oh, hey, come here a second. I'm hearing great things about you from the other God Eaters. You're doing more than just exceeding expectations. But look, you gotta try not to push too hard, okay? You're so talented, and that's great. But in the past, all the best God Eaters die young. And I've got a nice long life ahead of me. Sounds like a deal. Hey, Lindo. Das war so klar. Once again, I see. Well, I do an executive's amount of work. All right, who's ready for another fun day of God Eating? All three of us are heading out on this next mission. I'll take the lead. Sakuya, you'll play backup. Got it. And you will be our switch hitter. Take on the commando role. Show us what a new type can do. Anything else? Huh? Yeah, don't die out there. Inspiring and emotional as always, boss. So charismatic. Hast du deinen Charakter gesehen in dem Video oder meinen? Ich habe meinen gesehen. Okay. Das ist alles separat. The unit is in position. Kann mir mal jemand einen Lappen geben? Ich wüsste, so eine kleine Sabberspur aufwischen, glaube ich. Ich weiß nicht, was du meinst. Wo sind die Gegner? Das merkt man bei deinen Videos so krass. Was? Ja, hallo, du, Lindo. Ich mag diesen Charakter einfach so. Ich kann dagegen nicht zucken. Oh, das haben wir was. Das sieht aus wie so ein Bossraum. Ja, wo sind sie denn? Ah, die Maps finde ich eigentlich auch ziemlich gut gemacht, so von der ganzen Atmosphäre her. Oh nee, jetzt sind wir so Riesenteile. Oh oh. Ein dicker. Ja, ich treffe natürlich nichts. Ah. Jetzt wurde ich von den eigenen Leuten angeschossen. Aha. Sein Hirn ist am empfindlichsten.
Echt? Ich dachte an den Seiten so. Also wenn ich die Seite hoch? Ja, die Seite hoch. Oder das Hirn hoch. Hinten durch Schweif hoch. Ich glaube, der steckt ihn fest. Oh, oh. Ah, ja, so viel dazu. Ja, ich bin gleich tot. Ich muss mich mal kurz heilen. Ich blocke. Au. Moment. Blocken erfolgreich. Blocken war nicht so gut. Ah, ja, ich stehe mich auch immer genau vor den. Ich bin, ja, ich bin gleich tot, wenn das gerade gut. Nein, ich kann mich kurz hinstellen. Oh, okay, das Vieh ist echt ein bisschen. Aus, ah, ich bin gerade rausgekommen. Nein. Stirb endlich. Au. Er läuft weg. Artami falling back. It's going to try and find some food. Ich will was essen. Stirb endlich. Artami is activating. Stay on your toes. Crush him. Now. Ja. Strike and end it. Sehr gut. Was bedeutet die Pfeile eigentlich? Choppers on the way. Come on home and we'll get you patched up. Das habe ich mich auch schon gefragt. Du hast mal gesagt, dass die Charaktere, also unsere, nicht wirklich reden. Die reden aber, ne? Ja, hier in den Missionen. Aber so in den Cutscenes irgendwie logischerweise nicht. Ja, gut. It's all cool as long as you buy me a beer after this. Deal? Ich komme aber mit dem Fernkampf, muss ich sagen, noch nicht so richtig klar, was Munition und Wechseln von Munition und so angeht. Ja, das mit Munitionswechseln, also ich. Damit muss ich mich auch noch beschäftigen. Aber weißt du denn mittlerweile, wie man quasi zielt? Ja, mit Q, ne? Ja, genau. Schlauer, raffinierter. Ja, ich lieb, danke schön. Da bist du. Ach, ihr zwei wart die. Ne, das waren. Die waren nicht nett, glaube ich. Und hier ist niemand weiter? Die sagt auch nichts anderes, oder? Ich rede mit der, weil mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich. Ich hoffe ja immer, wenn ich mit den rede mit den Kack, dass die mal irgendwie was anderes sagen, mal vielleicht noch eine interessante Nebengeschichte oder irgendwas. Ich glaube, einmal musste ich mit ihr hier reden, weil ansonsten kam ich in der Story nicht weiter. Oh nein, Tempel der Stille. Aber das sollte easy sein, da ist nicht viel. Agami rotten sich in den Tempelruinen zusammen. Ägyptische Tempel eliminiere die drei Zygoten. Oh, okay. Also könnte passieren, dass noch andere dazustoßen, andere Agami. Solange da kein Vajra ist, ist alles okay. Ich weiß, wo die Schwachstelle des Vajra ist jetzt. Jetzt weiß ich das. Wo denn? Das ist nur die Schwanzspitze hin und der Unterbau. Aber an den Unterbau ist schwierig ranzukommen. Ich wollte gerade sagen, der Unterbau. Ach so. Wenn sonst nichts ist. Unten drunter halt, ne? The transmission is coming in crystal clear. Und die Schwanzspitze halt. Let's give some support. Mission start. This place is still beautiful somehow. Brings back a lot of memories. Oh, ja, ja, schon wieder. Who's next? Ach, there we go. That's a confirmed execution. Ich wünschte, meine Waffe würde mehr Schaden machen. Ich weiß gar nicht, ob meine Waffe wirklich stärker ist als meine alte. Es kommt mir irgendwie so vor, aber. Hast du eine neue Waffe? There we go.
Zeig mal. Ich hab. Nee, also ich hab jetzt keine neue, nur ich hab halt eine andere als zu Anfang meines Let's Plays. Achso. Hier haben wir das letzte, was wir brauchen. Die Golden wurden besiegt. Ach, hier ist der nächste. Hallo. Ins Auge. Natürlich trifft er mich. Ins Auge. Das war's schon? Target eliminated. I believe that's the last of them. Wonderful. Nice. Mission complete. Was für eine gefährliche Story-Mission. Das finde ich aber. Das finde ich aber eigentlich gut, dass es zwischendurch immer mal so einfache Missionen gibt. Hast du dir schon mal geäußert, Janik? Bitte was? Hast du schon mal die Aussicht hier angeguckt? Die Aussicht? Achso, Moment, ich komme gerade mal. Noch 10 Sekunden hast du. Guck mal. Hä? Aber. Das große Geheimnis, ne? Ja, Moment, aber es gibt eine andere Karte, da sieht man das auch und da schneidet es nicht. Jetzt ist die Sache. Ist das vielleicht was, was wir alle noch gar nicht wissen? Was noch kommt? Es gibt ein zweites davon? Wäre interessant, wenn sowas eingebaut hätte. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen auf der Karte. Das ist mir sofort aufgefallen. Das stach mit Lions Oko, wo ich das erste Mal auf der Map war. Mir auch, aber auf einer anderen Karte. Ich hab's noch auf keiner Ahnung gesehen. Ja, ich glaube, die Karte, die hast du noch nicht. Okay, Betonwüste. Ich komm gerade aus dem Aufzug, steht sie schon wieder hier. Das ist echt, ey. Da willst du dich mal einmal hier kurz hinsetzen, ein bisschen mit Brandon hier reden. Nee, sie steht gleich wieder da unten. Ach, Tatsumi heißt der. Kokon, das Gesicht dürfte sein Todesstoß sein. Hüte dich vor seiner Bodenlufttaktik mit Zygoten. Okay, also ein Boss. Was? Ein Boss, der fliegt. Tschüss, ich bin weg. Nee, bleib schon hier. Soma. Wir kriegen Soma mit, ich will Soma nicht mit. Ach, automatisch. Ich mag Soma, der ist normal, der ist nett. Aber ich muss sagen, seine Depri-Phase, die da immer wieder so schiebt, die ist echt schön. Ja, lass mich machen, ich sterbe jetzt, ist okay, ich lass mich da reingehen. Und so, ach. Sei froh, dass du keinen anderen mitnehmen musst. Ich sag's nur. Schon klar, ich möchte, wenn du einspielst. Das Schwert, was Soma hat, finde ich aber auch echt gut. Make sure you come back safe and sound. That's it? That's the whole speech? You won't last very long if you question him like that. Trust me. This is absurd. Looks like everyone's feeling the mission today. Well, almost everyone. Wie sah der mich angucken? No, I'm just kidding. Come on, chin up, yeah? This will be your first mission as a squad. You're all damn good, so get out there and do what you do best. Wait, our first mission? What about you, Lindo? Oh, well, you know, I got a hot date waiting for me, so it's just gonna be you guys. Keep it on the down low, though. Get me? Not to mention, my lovely lady's a bit impatient. She'll stand me up if I'm a little late. So yeah, I'm gonna take off. Remember the big rule. Don't die. I'll see you all later. They're your rules, so make sure you follow them yourself. Get the hell out of here and let us work. Remember, it's a work night, so try not to stay out too late. Okay, Lindo? Alright, mission won't complete itself. Ein Date, so. Das ist, ja, warte mal. Das würde natürlich erklären, warum dein Charakter bei mir gerade nicht zu sehen war. We've tracked it to the Western Plaza. Call for backup and get the team together before you attack. Either way, this won't be an easy fight. Lindo, little secret agent. Mich wundert, aber das ist Akuya bei dem Satz so wichtig, wie das jetzt auch. Ah, da bist du. Ich bin gerade erst gespawnt. Ich hab schon alle gekämpft. So, wo ist denn der Boss? Ah, hier liegen schon überall die Leichen rum. Wo ist Soma? Ist schon hier durchgefegt. Der ist schon wieder im Alleingang. Lass mich noch machen, ich gehe in den Fight durch. Wie immer. Oh. Oh, das war ein gutes Kill. Erstmal looten. Der macht es schon. Primary Target terminated. Amazing!
hier in dem Gebäude drin. Laub hier drin. Nee, hier ist falsch. Ich sag das so. Wo ist denn der Eingang zum Gebäude wieder? Auf der anderen Seite war noch einer. Oh, hier ist Loot. Was? Loot. Oh, Loot. Loot. Loot, Loot, Loot. Loot tut Tani gut. So. Auf der anderen Seite, sagst du? Ja. Mal gucken. Also ich bin quasi auf der anderen Seite gespawnt. Ja, nee, er ist draußen. Die Stelle hier ist vielleicht nicht so empfindlich. Nein, mein zweiter Nemesis. Ein Nemesis. Ich hasse. Ich mal her, ja. Nein. Aber ich muss sagen, Kota hat einen mega cool Doppelmachteil, was endet. Also, bei dem ist auch die Schwanzspitze sehr anfällig. Hä? Ich will nicht nachkommen. Und das Gesicht. Ja, erwischt mich natürlich. Alter. Wie könnte man rollen? Also, wie könnte man wegrollen? Ah, nicht das Ding. Weißt du es noch? Wie man ausweichen könnte, also mit so Rollbewegungen. Ich hasse den. Schwanzspitze ist so anfällig. Gesicht findet auch nicht so witzig. Hier hinten habe ich gerade noch eine Stimme. Die Seite irgendwie so dein Bauch hin. Oh oh. Oh, lass mich in Ruhe. Das Gesicht ist sogar schon zerschmettert. Nein, ach, ist nicht der Ernst. Bleib stehen. Oh. Ja, genau. Oh. Nein, look. Alles gut. Mach uns nicht unglücklich. Ich teste jetzt mal was. Oh. Ich hab ihn geblendet. Das erste Mal hingekriegt. Oh. Okay, hinten ist eh schon kaputt. Au, ja. Oh Gott. Heal dich. Aua. Alpha 1, your vital signs are deep in the red. Fall back. You think you can bring me down? The origami is retreating. Ja, lass mich in Ruhe. Ich muss mich kurz healen. Boah. Aber das teilt sich auch offen, ne? Ein NPC bleibt immer bei dir und einer bei mir. Stimmt. Soma rennt gerade mit dir mit und Sakuya bleibt bei mir. Nein, nicht regenerieren. Los, geht los. Hier drin in der Sackgasse. Oh, nee. Oh. Geblendet. Du hast echt recht. Schwanz ist sehr gut bei dir. Mach du bisschen. Ja. Schaden. That was great. I shouldn't have been worried. That went exceedingly well. So, heute ist der Tag, wo du dein Nemesis auf Anhieb besiegt hast. Wollen wir noch gerade ein Item? Soma, willst du irgendwas von mir? Wieso läufst du mir nach? Man weiß nicht viel über Soma. Möchtest du mir irgendetwas mitteilen? Eigentlich war für eine Frisur, ich weiß es gar nicht. Ich bin nicht auf Hutze. Ich glaube, das sind so geschmeidige weiße kurze Haare oder so. Naja. Ja, kann ja sein, hintenrum ist es noch viel länger, das weiß ich nicht. No? Das hat doch ganz gut. Das hat gut funktioniert. Aber ich glaube, genau. Oh. You made it back before us. How'd it go? Pretty well. I managed to wrap up the night early, as per your request. How'd you guys do? As per your request, no one died, see? We did well. Mission complete, no casualties. Overall, a pretty solid outing. You should have seen it, man. We kicked so much ass. We were awesome. If
funny. I don't remember you actually helping. Das war böse. Damn. Well, if that's the case, I guess I won't be skipping out on any more dates just to keep you guys in line. Where are you getting all these ladies from? You gotta hook me up, Lindo. I'm not so sure you can handle a lady. Attention, all gladiators. The seventh unit has successfully slain an Ouroboros and taken the core. All engineers report to lab number 5. Ooh. I repeat, we can confirm an Ouroboros core has been detached. All engineers report to lab 5 at once for analysis. An Ouroboros? Damn, which team took it down? Not just took it down, but ripped out the core too. They're gonna be drowning in bonus cash. I know who's buying rounds tonight. You wouldn't have to be so cheap if you fought harder. Ouroboros? The hell's that? Wait, is it crazy strong? Do a little research and you won't have to ask stupid questions. It's in the north. Look it up. It is pretty strong, Coda. I don't think we're ready for something like that just yet. Seriously? We rock. It's really hard. And we'll die. Like, really hard. I don't know. It's tough. Yeah, but we're getting pretty good. One of these days we can challenge an Ouroboros. For now, follow the big rule. Yeah, we get it. Don't die. I think you've used that line enough, don't you? Nah, I don't think so. I'll keep on saying it until you get it, Selma. You'd charge off into death if I wasn't watching out. That's just... Shut up! Ooh, well, all right then. I got another date lined up, so I'm off to dinner. Good fighting, guys! Wie er da sitzt. Ich wollte nix sagen, weil er mit der Hese hat. Aber schon, nee. Ich habe extra nichts gesagt. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, was hältst du von dieser Szene? Also ich habe, glaube ich, ganz klar verstanden, was da passiert ist. Mein erster Gedanke war, er hat den Ouroboros im Alleingang gekillt. Ja, das wird wohl auch so gewesen sein, weil es gibt kein Team 7. Nee. Ich glaube, er ist Team 7. Ja, er ist ein Solo-Team, teilweise. Ich muss dringende Missionen mit vielen Belohnungen freizuschreiben. Dringende Missionen verfallen durch das Spiel mit anderen Missionen. Missionen mit geringem Spielverfall schalten keine dringende Mission frei. Oh, Entschuldigung, da kam mir so ein Tipp. Ist mir so aufgeblockt. Ja, also meine zeitliche Uhr sagt, die Folge ist zu Ende. Ja, das sagt meine zeitliche Uhr, glaube ich, auch. Dann sehen wir uns vielleicht gleich noch zu einer zweiten Runde, wenn Blub noch ein bisschen Zeit hat. Ja. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, würde ich sagen, ne? Ja. Tschüss. Oh, verdammt, falsche Taste. Tschüss.